Kollegin Beatrix von Storch von der AfD-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, was für eine interessante Debatte und wie schwierig ich sie zu führen. Herr Diaby, wo sitzen Sie? Da, Entschuldigung. Wir stimmen Ihnen zu. Und das möchte ich zusammenfassend sagen, was Sie gerade gesagt haben. Wir wollen keine Gewalt, sondern Frieden. Da stehen wir genauso dazu. Und das ist überhaupt nicht das Thema. Darüber reden wir hier heute nicht. Aber es ist schwierig, mit Linken aller Couleur in diesem Hause über Gewalt zu reden. Denn ich zitiere Herrn Stegner, der zum schwarzen Block der Antifa am 8. Juli 2017 auf Twitter Folgendes sagte, zum schwarzen Block der Antifa. Anständige Linke hatten noch nie was mit Gewalttätern gemein. Bei Rechten gehört das dagegen zur DNA. Insofern haben wir keine gemeinsame Grundlage, auf der wir über Gewalt reden können, weil nach der Definition von Herrn Stegner Gewalt per se gar nicht links sein kann. Falsch, falsch, falsch. Und wenn ich mich beziehen darf auf alle anderen Vorredner, die hier was gesagt haben. Eine Sache an das Präsidium gerichtet zu der Kollegin Stephan. Wir seien keine demokratische Partei. Wir werden das im Ältestenrat rügen, dass hier ein Ruf durch Frau Roth als Präsidentin nicht erfolgt ist. Das lassen wir so nicht stehen. Und dann zum Kollegen Kindler. Der Kollege Kindler, der diejenigen, die unserem Abgeordneten Kollegen Gottschalk die Hand gebrochen hat, gesagt hat, das seien bunte Kreative gewesen. Da kann ich nur sagen, Ihre bunte Kreativität ist tatsächlich unerträglich. Das sind Gewalttäter gewesen, die uns schwer geschädigt haben. Aber wir haben ein anderes Problem. Die systematische Verharmlosung dieser Gewalt durch die Medien ist das eine. Aber das andere ist es, dass diese Gewalt nicht nur stillschweigend geduldet wird, sondern sie wird ausdrücklich unterstützt, und zwar von Mitgliedern dieses Hauses und auch von Mitgliedern aus der Bundesregierung. Das sogenannte Bündnis gegen Aufstehen gegen Rassismus, das wird in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet, und es wird ausdrücklich da das Ziel bekämpft, also die Bekämpfung der AfD ist das ausdrückliche Ziel dieses Aufstehens gegen Rassismusbündnis. Ausdrückliches Ziel. Die Bekämpfung der AfD ist das Ziel dieses Bündnisses. Und Sie sagen auch, wie Sie uns bekämpfen wollen. Sie wollen uns von den Bühnen und Mikrofonen fernhalten, und Sie wollen unsere Wahlkampfstände unschädlich machen. Genauso wird es gesagt. Und der eigentliche Skandal ist, dass hier diesen Aufruf zur Gewalt namentlich unterschrieben haben. Familienministerin Barley, die Kollegen Högel, Göring-Eckardt und Kipping, Hofreiter Özdemir Bartsch, Pau, Buchholz, Gehring, Grötsch und Krellmann. Auf das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, das diese Beutel verteilt, in denen alles drin sei, um die Wahlkampfstände der AfD unschädlich zu machen. Das haben Sie unterschrieben, Frau Högel und Frau Barley von der SPD, unsere Familienministerin. Sie stehen hinter diesem Aufruf. Ich habe es gestern Abend um 23 Uhr auf der Facebook-Seite noch geprüft. Ihre Unterschrift ist da drunter, Frau Högel. Gucken Sie nicht so. Sie haben das unterschrieben. Also, wer sich hinter Frau Högel, das Interessante ist, dass Frau Högel so tut. Frau Högel, hallo, sehen Sie mich? Ja? Sie schauen so, als hätten Sie nicht gewusst, dass Sie das unterschrieben haben. Und dieses Bündnis kämpft gegen uns ausdrücklicherweise. Nein, meine Damen und Herren, wer eine solche Bewegung unterstützt und das unterzeichnet, der kämpft gegen die Demokratie. Der ist ein Problem für die Demokratie und nicht eine demokratische Partei, wie wir sie sind. Dieses Bündnis mit Unterstützung von 14 Abgeordneten dieses Hauses arbeitet zusammen mit der interventionistischen Linke. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet und als linksextrem eingestuft. Und dieses linksinterventionistische Linke steht Schulter an Schulter mit der gleichen Unterschrift unter der gleichen Liste für dieses Bündnis. Das ist ein Skandal. Ja, das ist ein Ding, Herr Schulz. Das ist ein Ding. Wer also solche Bündnisse unterstützt und das ausdrücklich tut, der duldet die Gewalt, die im Namen dieser Gruppen bearbeitet werden, mit denen Sie uns bearbeiten. Das ist ein Skandal. Daran müssen Sie distanzieren. Liebe Kollegen, bitte hören Sie der Rednerin zu.
Ich fordere alle Erstunterzeichner dieses Bündnisses auf, und ich habe alle Namen gesagt, ihre Unterschrift von dieser Liste zu entfernen, denn sonst müssen wir daraus schließen, dass Sie die Bekämpfer der Demokratie sind und nicht wir. Und das zum Schluss, weil es eine öffentliche Debatte ist. Meine Damen und Herren, hier sitzen nicht nur Antidemokraten, es gibt hier eine Partei, die kämpft für die Demokratie, und das ist die AfD. Vielen Dank. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.